zieh dich aus dem Verkehr, David. Mann, ist ein Schein, dann hat sich das. Quittung kannst du behalten. Nur weil du der missratene Sohn unseres Vizebürgermeisters bist, hast du so lange nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du hast mich vorhin beinahe über den Haufen gefahren. Was? Wo soll das gewesen sein? Und dann vergesse ich das Ganze hier. Oder ich gehe zu Cortelli und zeig die an wegen Körperverletzung. Die kannst du gleich haben. Der Wagen bleibt hier. Und jetzt verschwinde. Alter, mein Vater macht dich so rund! Werbung, das ist doch super. Da kannst du Werberaten spielen. Das da zum Beispiel ist eine Werbung für einen Stromanbieter. Na Schatz, wie wär's mit ein bisschen Strom? Oder doch lieber ein Aperol Spritz? Mal hier. Oh, bitte. Nein, nicht was du denkst. Das ist eine Brille. Die habe ich selber entworfen. Digga, dadurch verbinden sich unsere beiden Gehirne. Ja, und so wie ich mich bewege, wirst du dich bewegen. Das, was ich sage, wirst du sagen. Yeah, das ist so geil. Und rechts und links. Und rechts und links. Und die Hüften kreisen lassen. Da. Da legst du ihn nieder, hä? Pronto, Vittorio. Si, ciao, sono Bonz. Hey. Was hast du gemacht? Ja, hast du falsch geparkt, hä? Ich bin in meine Geschäfte. Gucke raus und kratapum! Ja. Die Idioten haben dein Auto abgeschleppt. Ja, aber die haben dein Auto gegen eine Telefonzelle kracken lassen. Hä? Warum? I'm Lawrence. Tonight's entertainment. Friends call me Larry. Bartender Paul. Friends call me Paul. Well, Paul, you seem awfully glum on such a fine afternoon. Something I can play to cheer up your spirits? Do you know anything in the key of G? G like great? Clever. Larry? Paul? Kommst du mich zu entschuldigen? Ey, ich bin zu! Hast du auch mitgemacht? Was? Oder nur ein bisschen zugeschaut? Pamela! Pamela, du Schwein, hast du sie auch vergewaltigt? Hat Spaß gemacht? Ich war wo nicht, ist dein Vater? Ich war nicht hier! Ich war in der Stadt! Ich hab Koks besorgt und ich wollte noch auf eine Party! Gib mir dein scheiß Handy, sonst hau ich in die Fresse! Durch Gewaltandrohung versuche ich, meine eigene Unsicherheit zu überspielen. Was ist das für eine Scheiße? Die App erkennt den Subtext. Alter, was laberst du? Ich hau dir in die Fresse, gib mir dein scheiß Handy, sonst... Ich fühle mich lagen Schuldgefühle, seitdem sich meine Eltern getrennt haben. Was? Nein! Das ist nicht meine Schuld! Hi! Hi! Der Chef kommt nicht in seinen eigenen Laden rein? Naja, ich bin ja erst seit kurzem Chef. Geht ja? Lisa? Das ist Lisa. Also, heute ist ihr erster Tag, aber ich weiß jetzt schon, ich will sie heiraten. Sie weiß es nur natürlich nicht. Und wir sollten vielleicht vorher ein Paar werden oder mal einen Kaffee zusammen trinken, aber ich sag euch, die mag mich. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Komme! Das Mittagessen vom Koch war ein Befehl! Wer sind Sie, sich einem Befehl zu widersetzen? Die Produktion hat mich belogen! Alle haben mich belogen! Sogar die Aufnahmeleitung! Der gesamte Produktionsstab ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Ich kann nicht zulassen. Sie sind Feiglinge! Verräter, Versager! Diese Produktion ist das Geschmeiß des deutschen Films! Ah!